Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde mit euch hier heute ein bisschen umbauen, beziehungsweise ein bisschen viel umbauen. Wir werden nämlich jetzt zwei Räume nochmal verändern. Einmal das Schlafzimmer, einmal hier das Wohnzimmer, in dem ich gerade stehe. Denn die Aufteilung, so wie wir sie gemacht haben, passt nicht. Wir dachten, es ist ganz schlau, wenn wir das Büro drüben ins Schlafzimmer mit reinpacken, aber ich kann einfach nicht arbeiten. Es funktioniert nicht. Ich habe nämlich meine Arbeitszeit am Bürotisch für mich 5.30 Uhr bis ja, ungefähr 8 Uhr, weil das ist so die Zeit, wo die Kinder sich für die Schule fertig machen und die machen sich da selber fertig. Also ich wechsle sie, klar, ich mache die Brotzeit alles, aber anziehen, Haare kämmen und die ganzen Geschichten, das können die alleine. Milena bringe ich dann kurz zum Bus und es geht ganz, ganz schnell, weil der Bus fährt direkt bei uns vor die Haustür. Das heißt, wir sehen aus dem Fenster, wenn er bei uns auf den Hof fährt. Wir haben eine sehr lange Einfahrt ja hier am Hof. Und dann sehen wir, wenn er reinfährt und dann bringe ich sie kurz raus. Dann bin ich wieder drinnen am Schreibtisch. Und ja, ich würde sagen, ich drehe euch einmal kurz um, um zu zeigen, wie ich momentan hier arbeite. Und es funktioniert einfach nicht. Es kommt, ja, wie ihr gemerkt habt, YouTube ins Hintertreffen. Es kommt Etsy ein bisschen ins Hintertreffen. Also Bestellungen gehen momentan wirklich am allerletzten Tag raus, weil ich es einfach sonst nicht schaffe. Ja, warum schaffe ich es nicht? Mein Mann schläft ja in der Früh und wenn er jetzt dann wieder Nachtschicht hat, also er muss nicht um 5.30 Uhr aufstehen, ne? Und ich mache dann auch nicht um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr einen PC an oder irgendwie Krach im Zimmer oder Licht an. Ich nehme da schon Rücksicht und lasse ihn schlafen. Und ab 7:30, 8 ungefähr ist dann so meine Zeit, wo ich rausgehe, die Tiere versorgen und dann habe ich, wenn ich da fertig bin, noch mal ein bisschen Zeit, wo ich dann Büroarbeit machen könnte oder machen kann. Je nachdem, was halt an dem Tag geplant ist. Momentan ist halt viel draußen. Hier meine Pflanzen vorziehen. Dann mein Mann hat die Wiese abgeschleppt. Ich mache noch Paddock, Hühnerstall und ja, alles so drumherum einfach. Und tagsüber ist so meine Zeit für aktiv sein. Und das und die Büroarbeitssachen, Arbeitsgeschichten, auch Privates, ist halt dann so in der Früh oder am Abend. Und die Zeit in der Früh und am Abend sind beides echt bescheuerte Zeiten, um das Büro im Schlafzimmer zu haben. Weil egal ob Spätschicht oder Nachtschicht, entweder ist, ne, mein Mann ist dann einfach arbeiten, am Schlafen. Entweder auf der Spätschicht, wenn er nachts irgendwann heimkommt, nachts um 2 oder 3, dann brauche ich nicht in der Früh um 5:30, 6 ins Büro. Und abends das Gleiche, wenn er in die Frühschicht muss, wo er in der Früh um 3 oder 4 raus muss, dann muss ich abends nicht bis 9:30, 10 noch Büroarbeit machen. So, deswegen baue ich hier immer um. Ich werde hier einmal umdrehen und euch das alles zeigen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. So schaut das Wohnzimmer aktuell aus. Hier ist, die Kinder spielen hier auf der Couch. Wir nutzen die Couch inzwischen nicht mehr so wirklich, nur halt die Kinder als, ja, Spieloase. Diesen Schrank hier hinten möchte ich einmal nochmal umorganisieren, weil da habe ich Bürosachen drauf liegen. Das sind aber private Sachen, die hier hinten drauf liegen zu machen. Da möchte ich dann nochmal umorganisieren, dass dort einige Bürosachen reinkommen. Hier habe ich noch Pflanzen in der Voranzucht und die müssen immer noch aufgehängt werden. Die sind immer noch nicht gemalt. Hier habe ich Pflanzen, die kommen aktuell eigentlich täglich nach draußen und über Nacht wieder rein zum Abhärten. Nur vorhin war es so windig, dass die einmal einen Flattermann gemacht haben und dann habe ich gesagt, nee, ich stelle sie wieder rein. Ist mir jetzt zu heikel, ich möchte nicht, dass sie kaputt gehen. Genau, und hier soll dann der Schreibtisch hin. Wir werden die Ecke vom Schreibtisch abbauen, dass der hat dann hier genau diese Länge, der geht dann ungefähr bis dahin. Und dann soll hier der Schreibtisch hin, diesen Schrank stellen wir ins Schlafzimmer. Und dann habe ich eben hier den Schrank noch als Stauraum und ich hätte hier noch Platz als Stauraum, weil den Wäscheständer packe ich dann auch ins Schlafzimmer. Ja, und momentan ist es halt so, dass dann hier drin Unterlagen liegen, die ich zwingend brauche zum Arbeiten, beziehungsweise auch private Unterlagen, das hier jetzt. Und hier auf dem Tisch. Und hier auf dem Tisch steht noch ein bisschen mehr. Da steht heute Morgen noch die Kaffeetassen von uns allen und das muss ich gleich noch wegräumen. Hier die Pflanze ist von der Jana, die wollte sie mit mir jetzt noch schnell umtopfen. Und die Sachen, wo ich, die sind jetzt gerade vom Stuhl verdeckt. Hier. Ich will nicht zu nah hingehen, weil ihr sollt natürlich nicht sehen, was das ist. Das sind auch private Sachen. Die wandern dann immer hin und her. Die sind dann hier, dann sind sie hier, dann sind sie hier, dann sind sie im Schlafzimmer auf dem Schreibtisch, wo sie natürlich auch hingehören.
Das gleiche ist mit meinem Laptop. Und ja, mit meinem Laptop, mit meiner Kamera, mit meinem ganzen Zubehör für den Etsy-Shop. Also Laminiergerät, Schneidgerät. Der Drucker ist hier fest, deswegen ist der noch nicht hin und her gewandert. Aber ne, ich hole mir dann immer alles, was ich brauche, über ins Wohnzimmer. So abends schaue ich dann schon. Das und das brauche ich in der Früh. Oft ist es dann so, dass ich irgendwas vergessen habe. Oder ich muss jetzt an diesen PC hier, der hinter mir ist, an den hier, weil da auch einiges an Dateien drauf sind, die ich benötige. Oder ich muss jetzt was drucken und das funktioniert halt dann einfach nicht, wenn mein Mann direkt hier am Schlafen ist. Genau. Und jetzt werde ich hier einmal alles, was da liegt, zusammenräumen und erstmal rüber ins Wohnzimmer, dass mir mein Mann jetzt dann gleich den Schreibtisch einmal abbauen kann und rüber tun kann. Denn, so, ich habe hier jetzt mal was zugedeckt, private Datei, Daten. Denn hier diese Ecke, die werden wir rausbauen und er wird dann die zwei, sag's mir, einmal diese gerade und einmal diese gerade zusammen machen, dass es dann ein langer Schreibtisch ist. Und ja, das ist zum Beispiel auch ein Stoß, der dann immer hin und her wandert. Im Abend, beziehungsweise in der Früh, nehme ich ihn rüber ins Wohnzimmer und dann kommt er wieder hierher, wenn wir Abend essen. Und im Alltag ist das so nicht vorteilhaft für uns. Wir dachten, es ist ganz schlau, weil wir wollten ein schönes, großes Wohnzimmer, wo wenig drin ist. Aber das funktioniert so nicht. Deswegen wird es einmal getauscht. Ich glaube, ich habe jetzt genug um den heißen Brei geredet. Letzten Endes ist es mir auch egal, ob ihr das gut findet oder nicht. Für mich muss es funktionieren. Und wenn ich die ganzen Bürosachen einfach ins Wohnzimmer packe, mir da dann noch Zusatzschränke hinstelle, dann ist halt das Wohnzimmer ein bisschen voller. Aber für mich und für unsere familiäre Situation ist es dann einfach die bessere Lösung. Genau, so. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei.
So, das ist jetzt erstmal der Zwischenstand. Genau, PC steht, Drucker steht, mein MacBook ist da. Hier unten drin habe ich den Rest, was ich brauche. Hier sind noch Unterlagen, die im Original aufgehoben werden müssen. Solche Unterlagen werde ich nicht einscannen. Hier das Fach muss frei bleiben, da fehlen nämlich noch Ordner. Genau, dann habe ich hier Kabelgedöns drinnen. Hier habe ich Garantien drin, also das heißt Garantien, so Büchlein für Geräte, auf denen Garantien drauf sind, weil in diesen Anleitungsheften ist ja immer das Garantiedings drin. Genau, und sonst eigentlich alles auch, was ich brauche. Hier in dem Korb ist noch, sind noch Sachen, die ich brauche. Das muss ich jetzt dann gleich noch aussortieren und so hinlegen, wie ich es brauche, weil da sind noch Unterlagen drin, die ich bearbeiten muss. Mama. Gleich. Genau, PC steht, wie gesagt. Die Boxen von meinem Mann habe ich jetzt nicht angeschlossen, weil ich brauche an dem großen PC keinen Ton. Nur hier und da habe ich die integrierten Lautsprecher. Dann mein Stapeldingens, was ich regelmäßig brauche. Meine Box mit Stiften und alles drin. Die hier. Damien, hör mal ganz kurz auf, bitte. Hier habe ich mir jetzt den anderen Stapel mal hingelegt, den ich da jetzt am Esstisch am Bearbeiten war. Ich habe jetzt nur die Seiten einmal umgedreht, dass ihr da keine Daten seht. Es sind nämlich vieles noch Privatunterlagen. Die blaue Mappe zum Beispiel ist für seinen Kindergarten. Meine Kindergarten? Ja, dein Kindergarten. Meine Kindergarten? Ja. Und dann kann ich hier mich fertig einrichten. Hier unten sollen noch Schränke rein. Ja. Warte kurz, Damien. Optimal mit Schubladen. Ja. Wie gesagt, hier kommen noch Ordner rein. Ich denke mal, das wird im Laufe der Zeit dann auch voll werden mit Ordnern. Ja. Und hier oben sollen auch noch Regale oder Schränke hin, je nachdem, wie sich das ausgeht, beziehungsweise was einfach sinnvoller ist vom Stauraum her. So sieht das aus. Den Bürostuhl werde ich halt dann immer hier hinschieben, dass der nicht so im Weg steht. Und die Pflanzen, wie gesagt, die sind ja dann ab den Eisheiligen auch draußen. Das heißt, die sind dann hier weg und tauchen erst nächstes Jahr wieder auf. Genau. Und man kommt hier trotzdem noch gut durch am Esstisch. Das ist uns jetzt noch wichtig gewesen. Und wie gesagt, hier oben dann die Regale und alles. Also entweder einzelne Regalböden oder gleich ganze Schränke zum Zumachen. Das überlege ich mir noch. Beziehungsweise gucke ich dann auch einfach, was besser ist. Hier sind noch Leinwände. Damit sollen die Kinder dann malen, wenn es wieder wärmer draußen ist, mit Fingerfarben. Und das hier oben drauf, das muss ich halt jetzt auch noch einmal durchgucken. Das kann ich alles dann morgen früh machen, dass ich da gucke, was muss ich abheften, was muss ich aufheben. Sind da Sachen für Müll dabei, wie zum Beispiel Zeitung, die da noch liegt. Und dann werde ich mich mal um diesen Schrank kümmern, weil hier sind Spiele drin. Hier oben sind Holzfarben für die Kinder und ja, in diesen hier sind jetzt Dinge drin. Ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt zwangsläufig hier aufheben möchte oder ob ich da dann auch noch Bürosachen reintun werde. Und dann soll hier noch, so wie die Wand hier ist, beziehungsweise ein bisschen kürzer wegen diesen Wasserrohren, ein Schrank hin, wo dann Plotter und, sag's mir, die Creekart draufkommt. Genau. Und so ist dann jetzt erstmal das Ergebnis. Ich zeige euch noch ganz kurz das Schlafzimmer. Jetzt kann man halt tatsächlich sagen, es ist ein Schlafzimmer, ne? Und kein Schlafzimmer-Büro. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier tatsächlich nicht als Büro genutzt, weil ich einfach, ja, meinen Mann in der Früh schlafen lassen möchte. Am Abend will er sich auch ausruhen. Das stört es ihn, wenn er hier Fernsehen guckt und ich dann hier mit meinem Bildschirm und dem Drucker und den ganzen Gerätschaften da rummache. Das war jetzt eben so der Grund, warum wir es getauscht haben. Hier steht jetzt dieser Schrank aus dem Wohnzimmer. Die zwei Kisten da müssen wieder rein, da habe ich Bücher drin, so Romane und sowas. Und die Sockelleisten müssen immer noch an die Wand gebracht werden. Das habe ich jetzt aber absichtlich so hingestellt, dass dieser Schrank wegen den Sockelleisten Luft zur Wand hat. Dann stört es nämlich mein Mann. Das hat er nämlich vorhin schon gemeint. Das stört ihn so. Er würde die gerne zur Seite tun. Mich stört es, dass sie von A nach B nach C hingelegt werden. Deswegen habe ich das absichtlich so gemacht, weil dann muss er dann mal hier
die Sockelleisten hinmachen. Das ist übrigens Wäsche zum Zusammenlegen. Ja. Und darum muss ich mich dann auch noch kümmern, dass das alles aufgeräumt wird. Hier habe ich noch zum Beispiel Druckerpapier drin, Briefumschläge zum Verschicken eurer Bestellungen. Und in diesen zwei Kisten sind auch noch Sachen, die eigentlich ins Büro gehören. Da muss ich mich noch drum kümmern, wenn ich dann drüben die Schränke habe. Aber ja, das stört jetzt erstmal nicht, dass es da so steht. So, dann hoffe ich, euch hat das kleine Video gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und ein Abo von euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ja, ich bin gespannt, wie sich das alles hier weiterentwickelt, auch im Gesamten von der Wohnung. Wir sind hier nämlich immer noch am Hin- und Herräumen, am Umstellen, weil irgendwas nicht passt, so wie wir es möchten, oder wir haben es ja eingerichtet und stehen dann da, ja nee, gefällt uns jetzt so doch nicht oder ist einfach nicht alltagstauglich, so wie jetzt die Bürogeschichte. Und dann räumen wir noch hin und her und ja. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich euch zukünftig mehr mitnehmen werde. Ich habe noch einiges an Dateien zum Schneiden, zum Vertonen auf meinem MacBook, wo ich jetzt ja einfach nicht dazu kam, weil wie gesagt, ich wollte meinen Mann nicht stören. Und so tagsüber mache ich halt andere Geschichten. Da beschäftige ich mich nicht mit Büroarbeit. Das bin nicht ich. Tagsüber, also ab 9 bis ich kochen muss, beschäftige ich mich mit draußen, mit ja, Kindern, mit Putzen, mit was auch immer und nicht mit ne, das Bürozeugs, wo man einfach sitzen muss. Ich bin nicht der Mensch, der die ganze Zeit sitzen kann. Ich bin nicht der Mensch, der ruhig bleiben kann. Ich muss mich immer irgendwie bewegen und immer irgendwas zu tun haben. Und deswegen sind so für mich meine Zeiten in der Früh und am Abend. Das war in Bayern tatsächlich anders. In Bayern war es in der Früh, da bin ich um 6 aufgestanden und dann war erstmal so, oh, nicht schon wieder ein neuer Tag. Die Nacht ist vorbei, ich will eigentlich weiter schlafen. Hier ist es komplett anders. Hier stehe ich um 5.30 Uhr auf und bin fit und ich habe Langeweile. Und dann brauche ich Beschäftigung und wie gesagt, bisher habe ich mich dann auf den Esstisch beschränkt und bin jetzt total happy, dass ich das jetzt hier habe, meine ganzen Sachen, die ich brauche und dass dann alles hier in diesem Raum ist und ich nicht hin und her tragen muss. Und genau, so, jetzt ist aber das Video wirklich zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!